Seid ihr bereit für eine Predigt? Seid ihr bereit? Ich habe erlebt in meinem Leben, dass es wirklich einen Unterschied macht, mit welcher Einstellung ich in eine Predigt reingehe. Ich saß manchmal schon am Anfang von der Predigt da und habe darauf gewartet, dass es echt fertig wird. Und die Predigt, die hat mich dann einfach nicht angesprochen. Das hatte aber 100% einfach mit meiner Herzenshaltung zu tun. Und ich habe manchmal aber auch erlebt, dass ich mich in eine Predigt gesetzt habe und ich mich bereit gemacht habe. Ich habe mein Herz aufgemacht und gesagt, Gott, ich möchte jetzt von dir was hören, und ich habe was gehört. Und von dem her frage ich nochmal, seid ihr bereit für eine Predigt? Ja. Sind eure Herzen offen? Ja. Sehr gut, dann fange ich an zu predigen. Hey, wer von euch fühlt sich manchmal in seinem Leben so ein bisschen überfordert? Das Hand hoch, wer fühlt sich manchmal überfordert in seinem Leben? Wer fühlt sich manchmal ein bisschen orientierungslos? Weiß nicht so richtig, was er machen soll? Und weiß nicht, wie es weitergehen soll, stellt sich die Frage so, wie kann ich ein gutes Leben führen? Wer von euch möchte ein gutes Leben führen? Ich möchte ein gutes Leben führen. Ich möchte am Ende von meinem Leben auf mein Leben zurückschauen und sagen können, hey, das war ein gutes Leben. Ich bin einen guten Weg gegangen mit Gott. Ich habe wirklich ein gutes Leben geführt. Ich bin einen guten Weg gegangen. Und ich stelle immer wieder fest in meinem Leben, und so wird es bei euch auch sein, gibt es so viele verschiedene Einflüsse und Prägungen. Zum Beispiel habe ich zwei wunderbare Eltern, die mich sehr gut geprägt haben, würde ich sagen. Haben mir sehr viel Gutes mitgegeben. Gleichzeitig sind meine Eltern aber auch nicht perfekte Menschen und haben mir vielleicht auch Dinge mitgegeben, die vielleicht nicht so gut sind. So wird es bei euch auch sein. Dann habe ich Menschen in meinem Umfeld, die mich prägen, die mir die Erwartungen an mich haben, die auch Vorstellungen haben, wie ich ein gutes Leben führen kann. Dann hast du vielleicht einen Arbeitgeber, der auch nochmal eine ganz spezielle Vorstellung hat, von dem, wie du dein Leben gestalten sollst. Dann hast du vielleicht Familie, Geschwister, dann hast du den Zeitgeist der heutigen Zeit, wir haben die deutsche Kultur, die auf uns einprägt, wir haben so viele verschiedene Prägungen und Einflüsse, die in unser Leben reinkommen, die in unserem Kopf rumschwirren, die unsere Überzeugungen prägen, die das prägen, was wir für gut befinden und was wir vielleicht nicht so gut finden. Und ganz viele verschiedene Erwartungen werden an unser Leben gestellt, die teilweise konträr zueinander sind. Ja? Also zum Beispiel hat die Bibel eine andere Vorstellung als vielleicht der politische Zeitgeist oder so. Ja, und da gibt es Vorstellungen und Erwartungen in unserem Leben, die einfach sich gegenseitig teilweise ausschließen. Und deswegen finde ich es richtig spannend, sich das mal ein bisschen anzuschauen. Hey, wie können wir in dieses ganze Chaos an Prägungen, Einflüssen und an Gedanken und Lebenskonzepten, wie können wir da ein bisschen Chaos reinbringen? Wenn ich manchmal in mein Leben schaue, dann stelle ich fest, irgendwie, manchmal wirkt es auf mich so ein bisschen wie so ein Chaos. Ich weiß gar nicht, wohin ich soll. Ich habe mir die Frage gestellt, wer sich überfordert fühlt. Manchmal schaue ich in mein Leben und fühle mich überfordert, orientierungslos. Was soll ich eigentlich machen? Was macht ein gutes Leben aus? Und deswegen das Thema Klarheit im Chaos. Wie können wir in dieses Chaos, das sich Leben nennt, das sich Alltag nennt, das sich Gedanken nennt, wie können wir da ein bisschen Klarheit reinbringen? Und genau, wie kann ich mehr Klarheit in meinem Leben haben? Wie kann ich ein Leben führen, das gelingt, das gut ist? Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Dass Gott was Gutes mit dir vorhat, dass Gott möchte, dass dein Potenzial entfaltet wird, dass dein Leben gelingt und dass dein Leben auf ein Ziel zuläuft und am Ende sagen kannst, hey, das war ein gutes Leben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott da einen Plan für dich hat und dass Gott da einen Weg vor dich vorbereitet hat und es auch Gottes Herzensanliegen ist, dass du ein Leben führst, von dem du sagst, hey, das ist ein gelungenes Leben. Und da möchte ich heute über ein paar Grundlagen sprechen. Wie können wir Leben führen, das gelingt? Wie können wir Klarheit in unser Chaos reinbringen? Und erster Punkt ist, setz Gott an erster Stelle. Setz Gott an erster Stelle. Mach Gottes Gebote zu deiner obersten Priorität. Und setz seine Prinzipien als Maßstab und als Richtschnur an dein Leben an. Orientier dich an Gott, orientier dich an Gottes Wort, setz Gott an erster Stelle. Der Schöpfer des ganzen Universums, der Schöpfer von jedem Menschen, der Schöpfer von allem, was existiert und der Gott, dessen Name höher ist als alles andere, der ist größer als dein Chaos. Der ist größer als deine Überforderung, der ist größer als deine Überfragtheit, als deine Probleme, als deine Herausforderungen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir Gott an erster Stelle setzen, dass wir da jemanden haben in unserem Leben, der über unsere Probleme hinauszieht, der einen Weg für uns hat, der uns einen Weg durch dieses Chaos, durch dieses Leben vorbereitet hat. Deswegen folgt nicht einfach den Prinzipien und den Maßstäben und den Vorstellungen und Erwartungen dieser Welt, der Menschen in deinem Umfeld, dem, was du liest, sondern
Setz deinen Maßstab an dem, was Gott sagt. Folg Gottes Prinzipien, folg Gottes Geboten. In Römer 12, Vers 2 heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euer Denken verändern von Gott, von Gottes Vorstellungen, von dem, was Gott sagt. Deswegen übernehme ich einfach die Überzeugung in der heutigen Zeit. Übernehme nicht einfach die Vorstellung und Maßstäbe von dem, was der heutige Zeitgeist sagt, von dem, was die deutsche Kultur sagt, von dem, was politische Trends, soziale Trends sagen, sondern baue deine Überzeugung und dein Denken auf das Wort Gottes. Baue deine Überzeugung auf das Wort Gottes auf. Warum? Weil sein Wort ist die unerschütterliche Wahrheit. Sein Wort war schon immer wahr und ist wahr und wird für alle Zeit einfach die Wahrheit sein. Und daran wird sich nichts ändern. Daran wird sich nichts ändern, dass Gottes Wort einfach die Wahrheit ist. Seine Wahrheit besteht unabhängig von Politik, unabhängig von Schicksalsschlägen, unabhängig von Ereignissen, unabhängig von dem Zeitgeist, unabhängig von der Kultur, unabhängig von den Fragen, die unsere heutige Zeit beschäftigt. Unabhängig von dem, was ist, unabhängig von allem besteht Gottes Wort. Und deswegen will ich dich ermutigen, hey, lese in seinem Wort, lese in der Bibel, lese viel in seinem Wort. Und baue dein Denken, baue dein Fundament dann auf diesem Wort Gottes auf. Und das wird nicht wanken. Das wird, egal was passiert, das wird nicht wegfallen. Das wird nicht zerstört werden, weil seine Wahrheit, sein Fundament für immer bestehen wird. Und daran wird sich nichts ändern. Deswegen setz Gott an erster Stelle. Und lass Gott sein in deinem Leben. Lass Gott Gott sein. Im Psalm 111, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn, hier ist von Ehrfurcht die Rede. Die Ehrfurcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Ich möchte weise sein. Wollt ihr auch weise sein? Wollt ihr, dass eure Weisheit zunimmt in eurem Leben? Schon, oder? Deswegen, hey, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Deswegen lasst uns wieder ehrfürchtig werden vor Gott. Lasst uns wieder ehrfürchtig werden vor dem, was Gott sagt, von seinem Wort. Und lassen wir eben Gott, Gott sein in unserem Leben. Warum? Weil ich bin überzeugt, dass die Dinge, vor der wir Ehrfurcht haben, die Dinge, die uns wichtig sind, die Dinge, die wir an erster Stelle setzen, die Dinge, die wir zu unserer obersten Priorität machen, die werden bestimmen, wie wir leben. Und wenn wir eine Ehrfurcht haben vor Gott und wenn wir Gott an oberster Stelle setzen, dann werden seine Gebote unser Leben bestimmen. Dann werden wir ein Leben führen wollen, das Gott ehrt. Ja, und kleiner Exkurs, das tun wir nicht, weil unser Heil davon abhängt. Wir befolgen nicht Gottes Gebote, weil wir uns die Liebe irgendwie von Gott verdienen können oder weil unsere Heilsgewissheit davon abhängt, sondern weil wir darauf vertrauen, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat. Dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat und dass wir darauf vertrauen, dass Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Und wenn wir das tun, wenn wir Gott an erste Stelle setzen, dann werden wir erleben, wie Gott uns eine Weisheit schenkt, die einen Weg durch dieses Chaos findet. Gottes Weisheit findet einen Weg durch das Chaos. In Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ein guter Freund von mir hat vor kurzem in einem Gespräch erzählt, dass er bei fast jeder Gelegenheit, bei fast jedem Gebet darum bittet, dass Gott ihm Weisheit schenkt. Er betet ganz oft für Weisheit und es hat mich tief beeindruckt und ich habe festgestellt und ich habe mich daran erinnert, ich möchte wieder mehr dafür beten, dass Gott mir seine Weisheit schenkt. Eine Weisheit, die von Gott kommt, nicht eine Weisheit, die auf meiner menschlichen Logik aufbaut, nicht eine Weisheit, die geprägt ist von dem heutigen Denken, von dem Zeitgeist, von politischen und sozialen Strömungen und Trends, sondern eine Weisheit, die wirklich von Gott kommt und die fest fundiert ist in diesem Fundament Gottes Wort, das nicht wanken wird. Diese Wahrheit wünsche ich mir für mein Leben, diese Wahrheit wünsche ich mir für dein Leben. Und deswegen lasst uns doch immer wieder und noch öfter für Weisheit beten, dass Gott die uns schenkt. Und wenn wir eine Weisheit haben, die von Gott kommt, dann wird es für uns zur Waffe, zur Möglichkeit, zu einer Chance, zu einer Ressource, die uns niemand nehmen kann. Wenn wir Gottes Wahrheit haben, dann wird es uns zu etwas, das uns niemand nehmen kann. Wir haben so viele gute Dinge in unserem Leben, die uns dabei unterstützen, ein gutes Leben zu führen. Wir haben Familie vielleicht, wir haben Freunde, wir haben vielleicht einen Ehepartner, der uns dabei hilft, wir haben
Wir haben vielleicht materielle Ressourcen, wir haben finanzielle Möglichkeiten, die uns dabei unterstützen, ein gutes Leben zu führen. Aber all diese Dinge, die können uns genommen werden, die können wir verlieren. Wir können unsere Familie verlieren, wir können Freunde verlieren, wir können unsere finanziellen Ressourcen verlieren, wir können Materielles verlieren. Aber was wir nicht verlieren können, ist dieses Fundament vom Wort Gottes. Und wenn Gott uns eine Weisheit geschenkt hat und die in unserem Leben ist, dann werden wir die nicht verlieren und dann werden wir nutzen können, auch wenn es richtig schlecht aussieht. Wenn wir alles verlieren und um uns herum nur noch Chaos ist und wenn um uns herum nur noch schlechte Dinge passieren, dann können wir immer noch darauf vertrauen, dass Gott uns stützt, dass wir eine Weisheit von Gott geschenkt bekommen haben, die auch durch dieses Chaos, durch diese Umstände, durch dieses Chaos da einen Weg durchfinden werden. Deswegen lasst uns darum beten, dass Gott uns seine Weisheit schenkt. Und lasst uns Gott an erster Stelle setzen. Setzt Gott an erster Stelle, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich euch mitgebracht habe bei der Frage, wie können wir ein gutes Leben führen, wie können wir einen guten Weg gehen in unserem Leben, ist der Punkt, strebe danach, geschliffen zu werden. Strebe danach, geschliffen und geschärft zu werden. Sei bereit, dich schärfen zu lassen und sei nicht nur bereit, sondern streb da wirklich danach, dass du geschliffen wirst, dass du geschärft wirst. Such die Möglichkeiten, an denen dein Charakter, deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten, deine Geduld, deine Belastbarkeit, deine Freundlichkeit, deine Fähigkeit zur Gastgeberschaft, deine Fähigkeit zur sozialen Intelligenz, dass das geschärft wird. Such die Möglichkeit, such die Ereignisse, von denen du weißt, hey, da werde ich geschärft. Und sich schärfen lassen, das braucht Zeit, das braucht Investment. Das kann richtig heiß werden, da können Funken fliegen, es kann richtig unangenehm werden, richtig anstrengend werden, aber es lohnt sich. Lasst uns danach streben, geschliffen zu werden. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen schafft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Eisen schärft Eisen. Ich war jetzt vor kurzem auf dem Sommercamp und da habe ich meine Erfahrung gemacht mit Messern, die nicht geschliffen sind, die ein bisschen stumpf sind. Und ich habe gemerkt, so ein stumpfes Messer, gerade beim Kochen, ist echt mühsam, mit so einem Messer zum Beispiel eine Zwiebel zu schneiden. Ja, es ist unmöglich. Und ich möchte wirklich behaupten, dass meine Messerskills, also beim Kochen, was meine Messerskills, nicht wirklich schlecht sind. Ja, also ich habe da im letzten Jahr schon ein bisschen versucht, an meinen Messerskills zu feilen. Ja, ich bin eigentlich recht schnell da drin, eine Zwiebel gut zu schneiden, eine Kartoffel zu schälen, was weiß ich. Aber auf dem Ranger Camp habe ich gemerkt, so, boah, wenn ich noch so gute Fähigkeiten habe, mit einem Messer umzugehen, wenn ich ein Messer in der Hand habe, das einfach stumpf ist, das nicht geschärft ist, dann bringen meine Fähigkeiten nicht, dann kriege ich es einfach nicht hin, eine Kartoffel gut zu schälen. Dann kriege ich es einfach nicht hin, eine Zwiebel gut zu schneiden. Und deswegen war das echt so eine mühsame Sache auf dem Camp. Hatte ich ein Messer in der Hand, die ich wahrscheinlich schon vor 5 oder 6 Jahren in der Hand hatte, wo ich mich damals schon beschwert habe, dass sie stumpf sind. Und dann habe ich sie wieder in die Teamkiste geschmissen und dann habe ich mich gewundert, warum die immer noch stumpf sind. Weil ich mir nie die Zeit genommen habe, diese Messer wieder zu schleifen. Was auch mühsam sein kann, was Zeit kostet. Aber ich habe diese Messer einfach nicht geschliffen. Und ich habe festgestellt, so ein ungeschliffenes Messer kann nicht schneiden, kann wenig schneiden, kann nur sehr leichtes oder weiches schneiden, auch wenn meine Kompetenz dazu da ist. Und genauso glaube ich, dass ein ungeschliffener Charakter wenig Gutes bewirken kann. Dass ein ungeschliffener Mensch nicht so viel bewirken kann. Andersrum, dass ein Mensch, der sich schleifen lässt, der geschliffen ist, dass der wirklich einen guten Impact in seinem Leben haben kann, dass der wirklich einen Weg gehen kann, der gut ist. Dass der Dinge durchschneiden kann in seinem Leben. Und deswegen streb danach, dass du geschliffen wirst. Und wie funktioniert das? In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Ein Mann schärft den anderen. Ich will dich ermutigen, hey, such Herausforderungen in deinem Leben. Such Herausforderungen, tu mal Dinge, die dir schwerfallen. Tu Dinge, von denen du noch nicht weißt, wie es genau funktioniert. Und es kann herausfordernd sein. Und wozu ich dich auch ermutigen will, und da müssen wir auch weise sein, such auch mal die Überforderung. Such auch mal, dass du auch mal überfordert bist, dass du überfragt bist. Such mal Möglichkeiten und Chancen und To-Dos und Projekte und geh mal Projekte an, von denen du weißt, hey, die werden mich richtig viel kosten. Aber wenn ich es durchschaffe, wenn ich Wege finde, dann wird es mich schleifen, dann wird es meinen Charakter schleifen, dann wird es meine Kompetenzen schleifen. Um geschliffen zu werden, brauchen wir Menschen, bei denen wir anecken, brauchen wir Probleme und Herausforderungen, die uns herausfordern, bei denen wir dazu gezwungen sind, in unserem Charakter zu wachsen, unsere Kompetenzen zu wachsen.
wo wir einfach gezwungen sind, neue Wege zu finden, wo die Dinge, die wir schon können, nicht mehr ausreichen. Bis in unserer Komfortzone werden wir nicht wachsen. Wenn wir immer in dem bleiben, was wir schon können, was uns leicht fällt, dann haben wir es nicht nötig, Neues zu lernen. Dann haben wir es nicht nötig, zu wachsen. Dann reicht das, was wir haben, aus und wir sind nicht mit dem konfrontiert, dass wir neue Dinge lernen müssen, dass wir in unserer Geduld wachsen müssen, dass wir in unserer Belastbarkeit wachsen müssen. Deswegen verlass mal deine Komfortzone. Tu mal Dinge, die du noch nicht kannst. Tu mal Dinge, die dir schwerfallen. Sag mal Projekten zu, von denen du noch keine Ahnung hast, wie du es machen wirst. Und sei dann in einem Projekt drin, wo du dazu aufgefordert bist, Neues zu lernen, wo es gar nicht anders geht, als zu wachsen. Deswegen such die Möglichkeiten, dich schleifen zu lassen. Das war der zweite Punkt. Der erste Punkt war, setz Gott an erster Stelle. Der zweite Punkt war, sei bereit, streb danach, dich schleifen, dich schärfen zu lassen. Und der dritte Punkt ist, triff gute Entscheidungen. Lern, gute Entscheidungen zu treffen. Macht euch bewusst, dass das Leben, in dem ihr gerade steht, die Situation, in der ihr euch gerade befindet, dass das eine Konsequenz ist von allen Entscheidungen, die du bisher getroffen hast. Alle Entscheidungen, die du bisher getroffen hast, haben dich dahin geführt, wo du jetzt bist. Und wenn du dir die Frage stellst, hey, wo möchte ich in 5 Jahren sein, wo möchte ich in 10 Jahren sein, wo möchte ich in 2 Wochen sein, der Ort, wo du dich in 5 Jahren befindest, wird der sein, der von dem geprägt ist, von den Entscheidungen, die du bisher getroffen hast, die du heute triffst, die du morgen treffen wirst. Die Entscheidungen, die du heute triffst, die werden einen Weg einschlagen, die werden einen Weg gehen. Und die werden das prägen, wo du dich in einem Jahr, in 5 Jahren, in 20 Jahren wiederfindest. Deswegen, wir können nicht erwarten, ein weises Leben zu leben, ein gutes Leben zu leben, ein Leben zu führen, wo wir sagen, das gelingt uns. Das können wir nicht erwarten, wenn wir gleichzeitig immer wieder dumme Entscheidungen treffen. Uns Gewohnheiten aneignen, die uns nicht gut tun, die uns wirklich einfach nur Schlechtes bringen. Deswegen triff gute Entscheidungen. Weil Entscheidungen immer eine Konsequenz haben auf dein Leben und auf das Leben von deiner Familie, auf das Leben von deinen Mitmenschen, auf das Leben von deiner Gemeinde, auf das Leben von deinem Umfeld. Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Und daher können Entscheidungen zu einem riesen Verhängnis werden in unserem Leben, wenn es schlecht läuft. Aber Entscheidungen können auch zu einer riesen Chance werden. Zu einer riesen Möglichkeit, was Gutes zu tun, unser Leben in eine gute Bahn zu bringen. Entscheidungen ist wirklich, die Fähigkeit zu entscheiden, ist wirklich eine starke Waffe in unserem Leben, die wir immer wieder nutzen können und wo wir lernen sollen, sie immer besser zu nutzen. Dass wir lernen, gute Entscheidungen treffen, dass wir das immer mehr lernen. Und deswegen ganz kurz, ich mache es kurz, 4 Grundlagen für eine gute Entscheidung. 4 Grundlagen für eine gute Entscheidung. Der erste Punkt ist, ergreift das Mandat zu entscheiden. Ergreife das Mandat zu entscheiden. Mach dir bewusst, dass du eine Entscheidung treffen kannst in deinem Leben. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, die dich herausfordert, die dir nicht gut tut, wo du dich leer fühlst, wo du dich komplett überfordert fühlst. Und mach dir bewusst, hey, du hast das Mandat und die Autorität, in deinem Leben eine Entscheidung zu treffen. Manchmal ist es auch einfacher, keine Entscheidung zu treffen. Das ist kurzfristig vielleicht einfacher. Aber ich sag dir, wenn du keine Entscheidungen triffst in deinem Leben, dann werden andere Leute für dich bestimmen. Und andere Leute Entscheidungen treffen für dich. Leute, die ja ihre Erwartungen an dich haben. Dein Arbeitgeber. Deine Leute in deinem Umfeld. Wenn du nicht lernst, Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, dann wird für dich entschieden. Und das ist nicht immer in deinem Interesse. Deswegen ergreif das Mandat zu entscheiden. Und mach dir bewusst, dass eine Entscheidung wirklich eine Stärke ist. Wirklich eine Macht in deinem Leben, die du nutzen kannst. Ergreif das Mandat zu entscheiden. Der zweite Punkt ist, für eine gute Entscheidung, die zweite Grundlage ist, kenne deine Vision. Kenne dein Ziel in deinem Leben. Weißt du, was Gott von dir möchte? Hast du ein Ziel in deinem Leben? Weißt du, wo du in 5 Jahren sein möchtest? Weißt du, wo du in 10 Jahren sein möchtest? Wo du dich in 20 Jahren wiederfinden möchtest? Und wenn du das weißt und du eine Vision hast für dein Leben und du einen Auftrag von Gott hast und du ganz genau weißt, was Gott von dir möchte, dann schreib dir diese Vision auf, diese Zielrichtung für dein Leben. Schreib dir das auf, mach dir das bewusst, repetier das immer wieder in deinem Denken. Und wenn du eine Entscheidung triffst, dann frag dich, hey, wie wirkt sich diese Entscheidung auf meine Vision aus? Mach dir bewusst, wo du deinen Fokus setzen möchtest in deinem Leben, wo du hin möchtest mit deinem Leben. Weil ich glaube, es ist eine Riesenverschwendung in unserem Leben, wenn wir erfolgreich sind, in den falschen Dingen.
Wenn wir erfolgreich sind in den falschen Dingen, wenn wir erfolgreich sind in den Dingen, die vielleicht gar nicht unser Ziel sind, die unsere Vision sind in unserem Leben, dann glaube ich, ist es wirklich eine Verschwendung. Und andersrum ist es eine überaus große Bereicherung für unser Leben, wenn wir wissen, das ist unsere Vision, da möchte ich hin und da werde ich auch erfolgreich sein. Deswegen kenn deine Vision. Das war die zweite Grundlage für eine gute Entscheidung. Die dritte Grundlage ist, entscheide dich für dein zukünftiges Ich. Entscheide dich für dein Zukunfts-Ich. Es gibt eine Geschichte in der Bibel. Esau und Jakob waren zwei Brüder. Esau war der ältere Bruder und er hatte das Erbrecht, das Erstgeburtsrecht. Und irgendwann war es so, Esau ist heimgekommen von einem harten Arbeitstag und hatte wirklich Hunger und ist zu seinem Bruder hingegangen und der gerade was gekocht hat, also ein leckeres Linsengericht. Und er hatte wirklich Hunger. Er hat ein zeitlich begrenztes Bedürfnis verspürt, nämlich, dass sein Bauch gefüllt wird, dass sein Hunger gestillt wird. Und er hat entschieden, ich gebe meinem kleinen Bruder mein Erstgeburtsrecht dafür, dass ich jetzt ein leckeres Linsengericht habe. Esau hat sich für sein jetziges Ich entschieden und nicht für sein zukünftiges Ich. Esau hat in diesem einen Moment das jetzige Bedürfnis über seine Zukunft gestellt. Ihm war es wichtiger, sein jetziges Bedürfnis zu stillen und hat dadurch einen Preis bezahlt, der sein zukünftiges Ich ein Leben lang zahlen wird. Und ich bin mir sicher, er hat das Linsengericht genossen, er hat es an einem Abend für gut befunden, dass er jetzt satt ist, er ist satt ins Bett gegangen, er war zufrieden, aber ich glaube spätestens am nächsten Morgen, wo er wieder Hunger hatte, hat er gemerkt, was für eine blöde Entscheidung das war, weil er sich nicht für sein zukünftiges Ich entschieden hat. Deswegen will ich dich ermutigen, hey, wenn du Entscheidungen triffst, dann schau nicht auf das, was mir jetzt gut, kurzfristig gut tut. Was jetzt einfach ist, was jetzt der einfache Weg ist, was jetzt ein Bedürfnis befriedigt, was das da ist. Sondern frag dich, hey, was hat diese Entscheidung für eine Konsequenz für mein Leben, für mein zukünftiges Ich? Weil die Entscheidung, die ich heute treffe, die haben die Konsequenz für mein zukünftiges Ich, für den Josua, der in 20 Jahren lebt. Meine Entscheidungen haben darauf Konsequenzen. Und das spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn ich mir irgendwie viel Geld leihe oder bei der Kindererziehung. Ist es vielleicht manchmal einfacher, dem Kind einfach das jetzt zu geben, was es will, damit es ruhig ist. Und am nächsten Tag will es aber wirklich wieder. Und da macht es vielleicht manchmal mehr Sinn, einfach mal konsequent zu sein, durchzugreifen, mal einen Weg zu gehen, der vielleicht anstrengend ist. Und dafür aber eine Entscheidung zu treffen, die das Kind erzieht, dass es das lernt und dass es zukünftig einfacher sein wird. Bei solchen Entscheidungen spielt dieses Prinzip eine Rolle. Entscheide dich für dein zukünftiges Ich. Das hat auch viel mit Disziplin zu tun. Und triff keine Entscheidungen, die dir jetzt gut tun, jetzt in dem Moment, und dann aber auf Kosten von dem sind, was morgen ist, auf Kosten von dem sind, was in 10 Jahren ist. Das war der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist, sei auch bereit, Fehlentscheidungen zu revidieren und zu überdenken. Es ist nicht dramatisch, wenn wir schlechte Entscheidungen treffen. Aber dramatisch ist es, wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, merken, es war eine schlechte Entscheidung und dann tun wir nichts und wir lernen nichts daraus. Sei bereit, Fehlentscheidungen zu revidieren. Es ist völlig in Ordnung, wenn du mal eine Entscheidung getroffen hast und merkst, hey, das war eine schlechte Entscheidung. Es ist völlig in Ordnung, diese Entscheidung wieder abzubrechen. Unter bestimmten Umständen und einen neuen Weg einzuschlagen. Sei bereit dazu, Fehlentscheidungen zu revidieren. Und lerne aus deinen Fehlern, lerne aus deinen Fehlentscheidungen. Der erste Punkt war, setz Gott an erste Stelle. Zweiter Punkt war, sei bereit, streb danach, geschliffen zu werden. Und der dritte Punkt war, triff gute Entscheidungen. Und zum Abschluss möchte ich dir wirklich zusprechen. Vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, wo es dir nicht gut geht. Vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, in einem Umfeld, wo wirklich Chaos herrscht, wo du dich orientierungslos fühlst, wo du dich überfordert fühlst. Und ich möchte dir zusprechen, hey, Gott ist wirklich größer als deine Probleme. Gott ist größer als dein Chaos. Und Gott steht da drüber. Gott ist nicht überfordert, wenn er auf dein Chaos schaut. Gott ist nicht überfordert und überfragt und ratlos und planlos, wenn er auf deine Herausforderungen, auf deine Ängste schaut, auf deine finanzielle Situation. Gott ist nicht überfordert, sondern Gott ist größer. Und wisst ihr, was ich so an unserem Gott lieb? Dass er nicht nur einen guten Plan hat, dass er nicht nur einen guten Weg kennt, sondern dass Gott jemand ist, der sich klein macht und sogar in das Chaos hineinkommt. Vor über 2000 Jahren hat Jesus den Himmel verlassen und ist in die Welt reingekommen. Gott hat nicht nur gesagt, hey, die Menschen, die sind im Chaos,
Und ich kenne einen guten Weg, ich hätte eine gute Idee, sondern Gott hat gesagt, hey, ich mache mich klein und komme voll in das Chaos rein der Menschen. Ich komme da voll rein und ich schaffe einen Weg. Und Gott nimmt, hat alle Kosten auf sich genommen, um einen neuen Weg zu schaffen. Und ich möchte das wirklich zusprechen als Ermutigung für dein Leben. Wenn du dich im Chaos befindest, wenn du keine Ahnung hast, wie es weitergehen soll, wenn es dir momentan schlecht geht, ja, du keine Ahnung hast, was du mit deinem Leben machen sollst, ja, ich möchte zusprechen, Gott ist ein Gott, der in dein Leben hineinkommen möchte, der in ein Chaos hineinkommen möchte und da Kosten auf sich nimmt, der das Bemühungen auf sich nimmt, um in deinem Leben einen neuen Weg zu schaffen. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist dieser gute Weg, den wir in unserem Leben gehen können. Jesus ist dieser gute Weg. Und Jesus ist auch die Wahrheit in unserem Leben. Wenn wir nicht wissen, was jetzt gut ist, was schlecht ist, was wahr ist, können wir darauf vertrauen, hey, Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und dann sagt Jesus, er ist das Leben, bei ihm finden wir das Leben. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir ein Leben führen, von dem wir sagen werden, hey, das ist gelungen. Und schlussendlich werden wir zu Gott kommen. Und wir werden bei Gott sein und wirklich auf unser Leben zurückschauen und sagen, hey, das war ein gutes Leben. Nicht, weil ich irgendwie meinen eigenen Weg gegangen bin, sondern weil ich Jesus nachgefolgt bin. Deswegen möchte ich ermutigen, hey, setz dein Vertrauen auf Jesus. Weil Jesus meint es gut mit dir und Jesus ist in deinem Chaos und er klopft an deinem Herzen an und er möchte in dein Leben hineinkommen, in dein Chaos, in deine Herausforderung und da einfach einen Weg bereiten, den du gehen kannst, einen Weg, der gut ist. Ein Weg, ein Lebensweg, von dem du sagen wirst, hey, das war ein gutes Leben. Deswegen ist vielleicht der wichtigste Punkt, setz dein Vertrauen auf Jesus. Setz dein Vertrauen nicht auf deine Finanzen, auf die Menschen in deinem Leben, auf deine eigenen Kompetenzen, sondern setz dein Vertrauen wirklich auf Jesus, weil er wird dich nicht enttäuschen. Amen.